Herzlich willkommen. Es handelt sich bei dieser Aufgabe um eine Aufgabe des Klausurtermins Mai 2014 im sogenannten halboffenen Format. Das heißt, du musst zu diesem Graphen einer quadratischen Funktion die Parameter a und b frei ermitteln. Hierzu möchte ich mich mit euch genauer mit der Bedeutung des Parameters a und b bei einer quadratischen Funktion beschäftigen. Wir sehen uns hier die Aufgabenstellung noch einmal genauer an. Zunächst der Hinweis, dass es eine quadratische Funktion ist. Das kann man auch an der Funktionsgleichung erkennen, hier mit x hoch 2. Die Parameter a und b sind beides Werte aus den reellen Zahlen. Nun geht es darum, die Parameter a und b zu ermitteln. Man erhält den zusätzlichen Hinweis, dass die Punkte ganzzahlig sind. Das heißt, man hat hier einzelne Punkte im Graphen, die man ganzzahlig ablesen kann. So zum Beispiel diesen Punkt a, diesen Punkt b oder diesen Punkt c. Sei hier kurz zusammengefasst. Also a hätte die Koordinaten 0, 2, b hat die Koordinaten 2, 3 und c hat die Koordinaten 4 und 6. In die Funktionsgleichung einsetzen und würden somit erhalten, also hier die Funktionsgleichung f von x ist a mal x² plus b, der Funktion, der Punkt b eingesetzt in die Funktion, erhält 3 ist gleich a mal 2 zum Quadrat plus b. Nun gilt es sich genauer mit der Bedeutung dieser beiden Parameter a und b auseinanderzusetzen. Hierzu siehst du hier die Funktion x², also eine quadratische Funktion. Vorbereitet auch eine Funktion f1. In der ersten Einstellung ist der Parameter a 1 gestellt, das heißt die beiden Funktionen liegen übereinander. Nun betrachten wir, was passiert, wenn das a größer als 1 wird. Also zum Beispiel 2,2, 2,6, 3 und so weiter. Du siehst, der Graph wird gestreckt. Wir können hier festhalten, es handelt sich um eine Streckung. Wir beobachten nun, was passiert, wenn der Parameter a einen Wert zwischen 0 und 1 einnimmt. Im Vergleich zur Ursprungsfunktion, die hier grün dargestellt ist, sieht man, dass der Graph gestaucht wird. Für a kleiner 0 gilt nun, also hier wären wir genau bei 0, ich stelle a 0 auf minus 1 ein, um zu sehen den Unterschied zwischen x² und minus x² und sehen, dass die Parabel nun nach unten offen ist und der Graph gespiegelt ist. Nun gilt es sich auch noch mit dem Parameter b auseinanderzusetzen. Wir sehen hier eine Funktion x² und eine Funktion f1 mit x² plus b. Die Anfangsposition ist b0 gestellt, das heißt beide Funktionen liegen übereinander. Nun beobachten wir die Auswirkung des Parameters b. Wir lassen b größer werden und sehen, der Graph wandert nach oben. Die Parabel verändert ihre Form allerdings nicht. Für negative b wandert die Parabel nach unten entlang der y-Achse. Wir beobachten nun auch den Schnittpunkt, den Scheitelpunkt dieser Parabel, indem wir versuchen, b ganzzahlig einzustellen, zum Beispiel bei minus 3.
Wir sehen, die Parabel ist weiterhin nach oben offen, hat ihre Form also nicht verändert, wurde um 3 nach unten verschoben. Der Scheitelpunkt liegt nun bei 0 und minus 3. Minus 3 entspricht auch b. Das heißt, bei 0, b ist der Scheitel dieser Parabel. Allgemein gilt die Bedeutung von b, dass der Graph entlang der y-Achse verschoben wird. Nun haben wir bereits ordentlich Rüstzeug, um uns mit unserer Aufgabe zu beschäftigen. Hier noch einmal zurück zur Aufgabenstellung. Gegeben war eine Parabel. Gesucht sind die Parameter a und b. Einzelne Punkte konnten wir bereits davor ablesen. A mit 0, 2, b mit 2, 3 und c mit 4, 6. Mit unserem Wissen, mit der Bedeutung von b, können wir direkt vom Punkt a den Parameter b ablesen, denn dieser ist 2. Setzen wir nun unser Wissen in die Funktionsgleichung ein, so erhalten wir ax² plus 2. Zusätzlich können wir einen der weiteren Punkte, die gegeben sind, wir hatten hier a, hier b und hier c ein, erhalten wir weitere Eigenschaften. Ich entscheide mich nun für b und setze b in die Funktionsgleichung ein. Wir erhalten eine Gleichung mit einer Unbekannten, in dem Fall ist die Unbekannte a. Jetzt bringe den 2 auf die andere Seite und erhalte somit vereinfacht 1 ist gleich a mal 2 zum Quadrat ist 4, woraus ich direkt ablesen kann, dass a ein Viertel ist. Hier siehst du noch einmal die vollständige Aufgabe. Wir erhielten für a ein Viertel oder auch 0,25 und für b 2. Ich wünsche euch nun für die zentrale Reifeprüfung viel Erfolg und hoffe, wir sehen uns bei dem ein oder anderen Video wieder.